Genau. Theoretisch kann ich den auch schon wieder umplatzieren. So. So, was hat man jetzt gerade? Was hat man jetzt gerade? Wir waren bei Horizon Forbidden West, genau. Ich habe da gar nicht so gegen, dass das jetzt so schnell ging, dass das jetzt, dass wir jetzt im Let's Play nicht so weit gekommen sind. Das war ja eigentlich auch, ich sag mal, die Idee dahinter, warum das jetzt dann relativ zeitnah released wurde, also der neueste Teil. Das war ja auch mein Plan, dass wir quasi die Horizon, das habe ich in der einen Minecraft-Folge auch erzählt, dass wir das quasi so lange spielen, bis dann jetzt die Dings-Version, die neue Spiel released wird, so lange spielen und dann quasi umswitchen. Das werden wir auch so machen. Ich war am Überlegen, ob ich beide Let's Plays parallel laufen lasse. Das machen wir aber nicht. Warum? Weil ich einfach viel zu viel Zeit in Dings investieren werde, in Forbidden West. Und das macht dann, glaube ich, keinen Sinn, wenn wir da dann noch gucken, dass wir irgendwie da noch Zero Dawn noch irgendwo dazwischen auch noch machen. Das wird, glaube ich, einfach zu viel. Also das in dem Sinne zu viel. Warte mal. Ah, wir sind sogar 1 zu 2. Deswegen, das wundert mich nämlich gerade hier. Wobei, das können wir so lassen. Weil hier vorne muss nämlich, der andere muss nämlich da weg. Wo muss man das so machen? Der muss nämlich weg. Da kommt nicht Amazon hin. Letztendlich egal. Also hier können wir jetzt auch anders machen. Können wir jetzt auch so machen, können wir es hier machen. Ja, was brauchen wir natürlich? Wir müssen doch alles abbauen. Weil wir müssen ja wieder den ganzen Scheiß so machen. So, ich werde das jetzt hier drauf platzieren. Da kommt wieder Fackeln ran. Ja, das ist jetzt halb so schlimm. Ach, ich bin auch so dumm. Ja, man ist zu sehr drin. Man ist zu sehr drin. So wollen wir das aber eigentlich haben. So, und den anderen, den haben wir ja hier dann platziert. Das heißt, hier passiert nochmal genau dasselbe. Hier stehen eigentlich Laternen drauf. Aber das ist, wie man es logischerweise sich vorstellen kann, nicht möglich. So, dann packen wir da mal drauf. Bam, bam. Bam, bam. Ja, ich hatte erst überlegt, es parallel zu machen, aber ich glaube, ich werde so beschäftigt sein mit Horizon Forbidden West, dass wir da gar keine, nicht mal im Ansatz Zeit für haben werden, dass ich da mich mit Zero Dawn nochmal beschäftige. Wir werden es auf jeden Fall dann danach weiterspielen. Das ist gar nicht die Sache. Also das wird auf jeden Fall passieren. Da habe ich auch viel zu viel Bock drauf, das quasi zu Ende zu machen. Als dass ich da jetzt sagen könnte, okay, wir lassen das so, wie es jetzt ist und spielen das nicht weiter. Dafür hängt mir einfach viel zu viel auch in diesem Game. Shaggy Horizon Zero Dawn für mich mit Freelancer wahrscheinlich die Spiele, die ich immer wieder spielen würde, die ich wirklich durchsuchten würde, weil sie einfach so unfassbar gut sind. Und ja, deswegen, da beißt die Maus keinen Faden ab, dass wir das jetzt hier ein bisschen anders machen müssen, weil das einfach sonst zu voll wird. Wir werden es jetzt so machen, wir bauen hier nochmal einen hin. Ich werde jetzt nicht so viele Laternen hier platzieren, weil die Sache, das wird einfach zu voll. Also das wird quasi für die Verhältnisse, die wir jetzt hier haben, wenn wir hier keine Laternen platzieren, ach scheiße, das wird schon wieder zu viel, wird das zu voll. Da brauchen, glaube ich, auch gar nicht da so viel. Ich mache jetzt nämlich quasi immer nur auf eine Seite hier die Laterne. Das ist jetzt eigentlich auch schon wieder viel zu nah dran wahrscheinlich an dem. Ah, ja, warum? Weil das nämlich auch eigentlich hier vorne erst ist. Egal. So, der ist dann eigentlich hier. Der steht dann nämlich eigentlich hier. Das heißt, wir bauen den hier drauf. So, zack. Da werden wir auf die eine doch kümmern. Wir müssen nur einmal so das machen. So. Passt. Oh. Oh, du forgive me. Und dann habe ich dazwischen tatsächlich sogar keinen mehr platziert. Unglaublich, aber. Oh nein. Oh no. Das machen wir nicht. Ich habe den nämlich hier auf die Dinger platziert. Das tun wir nicht. Das machen wir nicht. Das kommt dann jetzt hier hin. Das ist mir dann doch ein bisschen zu bescheuert. Das jetzt alles dann nochmal machen zu müssen, theoretisch, wenn ich das so richtig machen möchte. Weil das ist dann wirklich ein bisschen übertrieben, würde ich jetzt sagen. So, da
Dann habe ich theoretisch da und dann nur noch ganz vorne. Ja, dann machen wir es doch mal so. Dann haben wir jetzt hier noch einen hin. Dann machen wir jetzt hier noch. Bam, bam. Zack. Und da ein paar Fackeln ran. Die uns auch so langsam schon wieder zu nahe gehen. Also das ist ganz schön viel. Natürlich 4 Stück immer pro Ding. Ob es jetzt jedes Mal so viele sein müssen, da lässt sich wahrscheinlich drüber streiten. So, und dann würde ich tatsächlich auf die Ecke einpacken. Fuck. Ich muss eh da durch, das bleibt mir gar nichts anderes übrig. Junge, also das Schwert hat jetzt gar nicht mal so viele Monster gefightet. Das Einzige, was das Ding wirklich gefightet hat, sind Zäune. Unglaublich aber wahr. Es wurden damit mehr Zäune abgebaut, als Monster geschlachtet. Eine Bilanz, die, weiß ich nicht, ob man auf die glücklich sein kann. So, guck mal, das sieht zumindest jetzt ein bisschen beleuchtet aus. Es geht auch so langsam der Mond wieder auf da. Aber so kann man da, glaube ich, arbeiten, hätte ich gesagt. So lässt sich's arbeiten. So, dann reißen wir den hier mal weg, würde ich sagen. Jetzt ist das Schwert auch schon wieder dahin. Wir könnten ein neues bauen. Dafür müssen wir gleich einmal kurz hoch. Dann machen wir das auch gleich, würde ich sagen. Zack. Jetzt wird es wirklich dunkel. Und ich würde mal sagen, das ist oben da ganz ordentlich ausgeleuchtet. Zumindest ausreichend ausgeleuchtet. Dass wir da jetzt keine Probleme haben sollten wegen... So langsam gibt es auch die Erde zur Neige, sehe ich gerade. Wenn wir die ganze Zeit hier Erde verlieren, die runterfällt. Und ein paar abbauen. So, aber ich glaube mal, wenn wir jetzt... Es ist auch da eine Wolke wieder drin, dann müssen wir hier unten gleich gucken. Aber ich denke mal, das dürfte eigentlich ganz ordentlich ausgeleuchtet sein, ne? Jetzt überlege ich gerade, wie wir das hier am besten machen. Also auf jeden Fall bauen wir hier vorne dann wieder was hin. Ich mache das jetzt kurz einmal mit der Handkante hier. Ist jetzt auch nicht so viel langsamer. Also hier kommt auf jeden Fall eine hin. Zack. So, zack, zack, zack. Da was hin. Da was hin, da was hin. Dann da, da, da. Ah, scheiße. Das stimmt ja. Ach, ich vergesse es immer wieder. Man ist da so drinne, dass man das immer wieder vergisst. Ich hoffe auch, dass das nicht mehr allzu lange dauert, bis das dann quasi da dabei ist. So, wir nehmen tatsächlich den hier, würde ich sagen. Guck mal, was da hinten an Creepern rumhüpft. Zack, sehr gut, das hat funktioniert. Geht alles dann einen kleinen Ticken schneller. Zack, so. Das dürfte ausgeleuchtet genug sein. So, pass auf, dann nehmen wir den hier nämlich noch. Ich war mir nicht unsicher, welchen ich jetzt hier nehmen werde. Aber das ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Idee, den zu nehmen. Zack. Ah, das wird, glaube ich, schwer. Ja, da werden wir nicht dran vorbeikommen. So, daran, daran, daran. Oh, ne, den nicht. Nein, nein, das war der letzte. Nein, das hätte perfekt gepasst. Ja. Schade. Dann wird es der hier noch. Zack, zack. So, da können wir aber alles ranpacken, ohne dass wir hier nochmal anderes abbauen müssen. So, guck mal. So will ich das für den Moment erstmal haben. Ich würde sagen, es ist fertig. Wundervoll. Jetzt können wir hier, wenn dann die Wolken noch ein bisschen höher sind und die Render-Distance etwas weiter geht, dann können wir hier auf die neue Welt gucken, in die wir gereist sind. Momentan sehen wir es noch nicht wirklich. Ich glaube, die beginnt noch weiter da hinten. Also wir können es momentan noch nicht sehen. Aber später wird das dann der Fall sein. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier eine wundervolle Aussichtsplattform gebaut. Ich würde mir das sogar fast nochmal von unten angucken. Das machen wir auch. Pass auf, wir machen folgendermaßen. Wir ziehen erstmal eine neue Hose an, weil wir waren gerade ganz schön nackig. Hm. Wir gehen kurz rüber. Wir bringen die ganzen Sachen weg und gucken mal, dass wir unser Inventar ein bisschen aufräumen wieder. Die anderen Bäume werden wir fürs nächste Mal dann, werden wir beim nächsten Mal dann abholzen, werden wir uns hier auch um die Baumfarm und alles dann da kümmern. Nether Portal haben wir jetzt heute immer noch nicht gemacht. Das gucken wir mal. Das dürfte, glaube ich, ein Creeper sein, der da rumspringt, ne? Ah, bleib mal da. Ich habe gerade kein Schwert.
Nether Portal haben wir jetzt auch wieder nicht gemacht. Das habe ich schon wieder vergessen. Aber das ist halb so schlimm, weil das sind Kleinigkeiten. Das sind ja so ästhetische Sachen. So diese Projekte wie jetzt zum Beispiel die Aussichtsplattform da und so. Das ist schon für mich ein bisschen was anderes. Das ist ein etwas größeres Projekt. Und da bin ich dann doch, schiebe ich das lieber nach vorne, als dass wir dann da jetzt so Kleinigkeiten da am Dings machen. So, das Holz lasse ich erstmal hier. Nee, doch, ich lasse es erstmal hier. Und das mal so, hier haben wir noch ein paar Zäunchen. Können wir das mal so machen. So, dann kommt hier hinten noch ein bisschen was rein. Dann machen wir auf jeden Fall jetzt fix nochmal ein neues Schwert. Dafür kann ich doch nochmal einen mitnehmen. Neues Schwert machen wir. Zack. Der kommt noch hier unten rein. Die Kohle, die lassen wir erstmal hier. Feuerzeugkammer dabei. Komm mal vorbei. Ja, wir brauchen das mal komplett. Wir nehmen mal hier noch eine Schaufel mit. Oh. Noch eine Schaufel mit. Und noch ein Schwert. Damit wir wirklich auf der sicheren Seite sind. Dann haben wir noch ein Brot. Ein paar Fackeln. Das passt erstmal so. Dann haben wir erstmal alles wieder. Dann haben wir so die Grundsachen haben wir dann erstmal wieder. So. Zack, zack. Zwei Schwerterchen. Eins, zwei. Und dann müssen wir tatsächlich gucken, in absehbarer Zeit, vielleicht mit dem nächsten Update, können wir dann mal gucken, dass wir vielleicht doch nochmal wieder eine Höhle besuchen. Dann gehen wir aber mal in die neue Welt dann da. Dann gucken wir uns dann da mal eine ordentliche Höhle an. Jetzt ist hier unten auch endlich mal alles gewachsen. Nur mal ein bisschen, ein kleines bisschen stutzen. Und nochmal gucken, das ist auch sehr ausladend geworden. Auf jeden Fall lassen wir hier so alles weg. Lassen wir ihn mal so, wie er ist. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So. Genau, 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 genau. Jetzt haben wir das alles. Wir wollten nochmal unten gucken. Wir gehen mal hier, wir gehen mal den Weg, den man wahrscheinlich dann normalerweise gehen würde. Nehmen nochmal ein paar Schafe mit. Wir machen dann oben auch Schluss. Also ich würde dann jetzt kurz einmal unten hingehen und mir das noch einmal angucken. Jetzt auch bei Nacht, hoffentlich. Wenn wir jetzt schnell genug sind. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, wir gehen da mal kurz. Aber wir fighten noch mal ein paar Monster hier. Ich höre auch schon ein Skelett. Mein Kollege, du bleibst erstmal bitte da. Ah, es wird gleich schon wieder Tag. Also wir haben nicht so viel Zeit. Ah, da kommt noch ein Kollege. Und noch ein Kollege. Ah, bevor es jetzt dunkel wird, ich will jetzt gucken. Da sehen wir schon was. Das ist auf jeden Fall unsere Aussichtsplattform da vorne. Ist schon ein ganz schönes Ding. Das ist wirklich schon ein ganz schöner Brecher da. Da müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob wir das nochmal ein bisschen stützen. Weil das jetzt natürlich sehr weit rausragt und ich sag mal physikalisch wahrscheinlich so keinen Sinn machen würde. Gut, was macht in Minecraft schon physikalisch Sinn, sag ich mal. Aber das ist schon sehr, geht schon sehr weit raus. Dann müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob wir da nochmal aus dem Dings da ein bisschen was raus... ob da nochmal so ein bisschen was rauskommt dann da unten, was das so ein bisschen stützt. Aber das können wir dann später nochmal machen. Für den Moment finde ich das eigentlich erstmal echt so ganz schön. Jetzt haben wir da erstmal unsere Aussichtsplattform gebaut, die ich jetzt schon länger bauen wollte. Ich habe auch überlegt, ob wir da quasi im... Spinnen brauche ich jetzt eigentlich nicht so richtig. Da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja, komm her, Spinni. Ob wir quasi das auch nochmal höhenversetzt machen. Also, na, jetzt kommt der nächste auch noch. Ob wir quasi in der Plattform selber, die jetzt aus Glas ist, ob wir da nochmal... in der Höhe ändern. Also wir sind jetzt ja quasi einfach straight. Ob wir da quasi da nochmal irgendwo hochgehen sollen. Aber ich glaube, das ist so schon ganz gut. Es ist sehr groß geworden. Das ist so in etwa so das, was ich mir halt vorgestellt hatte. Halt so, wie es halt möglich ist, in Minecraft momentan zu machen. Ne? Aber ich denke mal, damit sind wir fein. War ja auch genauso geplant. Ja. Sagt immer was drunter, weil das jetzt für mich auch ein bisschen komisch aussieht. Irgendwas, was kommt dann da noch drunter? Was dann dafür sorgt, dass das ein bisschen gehalten wird. Das machen wir dann aber später. Das brauchen wir nicht jetzt. Jetzt haben wir erstmal das Projekt Aussichtsplattform erstmal erledigt. Ist auch genug ausgeleuchtet, sieht auch so ganz gut aus. Und mal gucken, wenn wir dann irgendwie noch hier Clear Glass und sowas dann haben. Also im Sinne von hier Connected Textures Mods und so. Wo dann sich das auch alles schön verbindet. Oh, dann ist das dann nochmal ein bisschen eine andere Sache. So, jetzt habe ich natürlich kein Fleisch mehr. Das Fleisch ist oben. Ja, wir müssen eher eh hoch. So, dann lasse ich euch hier mal alle verbrennen. Burn, Baby, burn, sage ich dann nur. Eine sehr große Sonne, muss ich aber sagen.
Eine sehr große Sonne. Und das müssen wir auch nochmal zumachen da oben. Das muss ich mir gleich auch nochmal aufschreiben, dass wir da auch mal dran denken. Das Loch da zu füllen unter der Treppe. Das sieht nämlich auch noch ein bisschen komisch aus. Ja, aber ich würde mal sagen, wir neigen uns dem Ende. Ich habe jetzt schon wieder 3 Stunden aufgenommen. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel aufnehmen, weil das sind jetzt nämlich, glaube ich, schon wieder... Wie viele Folgen sind es? Mindestens 9 Folgen werden es jetzt sein. Es sind jetzt mindestens 9 Folgen. Zwischen 9 bis 12 sind es, glaube ich. 9 bis 12 Folgen sind das jetzt. Na, mal gucken. Wir gehen ja dann auch schon so langsam auf das 3-stellige zu, ne? Das ist halt auch schon echt krass. Das ist schon wirklich krass. Also 3-stellig, das werden wir jetzt hier nicht schaffen. Nächste Aufnahme wird es dann sehr wahrscheinlich soweit sein, dass wir dann 3-stellig sind. Oh, nochmal Minecraft Universe. Aber, ja, da gucken wir dann mal. Da gucken wir dann mal. Bam, 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 bam. Auch so gut. Ich habe das auch durch Zufall gefunden, dass es gibt ja so viele gute Minecraft-Lieder, ne? Aber ich will jetzt hier nicht, weil ja relativ viele von denen auch echte, also Covers von echten Songs sind, habe ich die jetzt erstmal nicht so mit reingenommen. Sowas wie hier Lost Kingdom oder sowas. Weil das geht dann auch nicht gut aus. Da wird dann wirklich, da ist es dann irgendwann wirklich so weit, dass die Videos gesperrt werden. So, aber wir haben heute wirklich viel geschafft, meiner Meinung nach. Also wir sind doch nochmal ein bisschen mehr geschafft, als ich dachte. Wir haben wieder sehr lange aufgenommen natürlich, aber trotz alledem haben wir eigentlich das geschafft, was ich mir für heute vorgenommen hatte. Das war unten die Taverne machen und die Aussichtsplattform. Haben wir sonst noch irgendwie was heute? Das kann ich ganz kurz hier mal gucken. Das haben wir gemacht. Fürs nächste Mal steht da noch Sägewerk an. Das ist genau das unter der Portal-Details. Das waren so die Sachen, die dann noch da sind. Sägewerk und Baumfarm gehen mit einem her. Also quasi, ich habe, wir haben heute das geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Und ja, hat ein bisschen länger gedauert, aber trotz alledem ist das ja all fein, wenn das am Ende danach alles klappt, ne? So, nee, das lasse ich mal drin. Das Feuerzeug lasse ich mal drin. Das Brot nehmen wir jetzt erstmal nicht. Machen wir es mal irgendwie so. Das lassen wir erstmal alles so. Das Ding ist noch nicht im Arsch, deswegen nehmen wir das nochmal mit. Und jetzt nehmen wir uns hier oben ganz fix noch das Fleisch, essen das einmal. Und dann sind wir soweit, würde ich sagen. Und während Minecraft Universe jetzt richtig am Rad dreht hier, machen wir nochmal ein kurzes Recap. Momentan kommen auch keine Wolken hier, deswegen können wir es auch schön hier oben hinstellen. Und nochmal auf unsere wunderschöne Taverne schauen, die wir jetzt endlich fertig gemacht haben. Und ja, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, dem Video einen Daumen nach oben gebt und das hoffentlich auch bei den anderen Folgen getan habt. Ja, das nächste Mal wird es dann damit weitergehen, dass wir hier hinten dann die Baumfarm hinbauen. Da werde ich mal gucken. Ich will dann gucken, dass wir hier nicht alles dann so plan haben. Da müssen wir noch gucken, dass wir dann mal versuchen, bis mit dem Gelände zu gehen. Der einzige Unterschied, also das einzige Problem, was wir halt haben, ist, dass hier in der Alpha natürlich alles noch sehr hoch runter ging. Ihr seht, dass das hier sehr schnell hoch und runter geht. Wir haben das ja hinten gesehen, als wir in der neuen Welt waren, dass da das alles ein bisschen flacher ist und alles ein bisschen seichter hochgeht. Da kannst du sowas natürlich besser bauen als hier, deswegen müssen wir mal gucken. Aber wir werden das hier schon schaffen, dass wir das auch ordentlich hinkriegen. Das haben wir jetzt ja hier auch geschafft. Das ist jetzt hier natürlich sehr plan geworden, genau dasselbe da unten. Aber wenn da noch ein bisschen Gras und so ist, dann sieht das auch alles immer ein bisschen geiler aus. Genau. Das ist fürs nächste Mal Sägewerk Baumfarmen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr diese Folge schaut. Und mit dem entspannten Outro von Minecraft Universe machen wir jetzt dann hier auch Ende. Und wünsche euch viel Spaß beim, was er tut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Und ich sehe gerade, da unten fehlt noch eine Fackel, die ich vergessen hab. Und jetzt ist hoffentlich auch Ende von dem Lied, aber ich denke mal schon. Ja, es ist es soweit. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal.